Hallo und herzlich willkommen zu einem anschaulichen Theorievideo. Heute beschäftigen wir uns mit dem Shannon-Wiener-Index. Wie kann man den definieren? Wie berechnet man ihn? Wo liegen Fehlerquellen und Grenzen der Anwendbarkeit? Und wie kann man ihn anwenden? All das wird heute geklärt. Viel Spaß! Der Shannon-Wiener-Index, hier mit H abgekürzt, ist ein Maß, wenn nicht sogar das meistverwendete, zur Bestimmung der Alpha-Diversität, zum Beispiel vegetationskundlicher Aufnahmen. Natürlich ist er aber nicht nur in der Vegetationskunde, sondern in verschiedensten Disziplinen das meist angewandte Maß für die Alpha-Diversität. So auch in der Tierökologie. Meine Videos legen den Schwerpunkt allerdings meist auf die Botanik. Ich denke aber, das sollte dem Verständnis keinen Abbruch tun. Manchmal wird der Index auch mit HS abgekürzt und die Formeln sehen etwas anders aus, bedeuten aber alle das Gleiche. Kommt eben auf die Quelle an. Auch die Shannon-Weaver-Debatte wird hier nicht thematisiert. Solange wir alle wissen, wovon die Rede ist, sollte er auch gut sein. Denn da geht es ja eigentlich nur darum, wer hat es erfunden. Natürlich, das wissen wir alle, Ricola. So, dann wäre das jetzt geklärt, weiter im Text. Die Alpha-Diversität, ausgeschrieben auch Alpha-Diversität, ist ein Maß für die Artenvielfalt in einem abgrenzbaren Lebensraum, zum Beispiel einem Bestand. Vergleicht man hingegen zum Beispiel zwei verschiedene Gemeinschaften oder zwei verschiedene Zeitpunkte miteinander, dann wäre das die Beta-Diversität. Und die Gamma-Diversität bezieht sich auf sehr große Areale mit verschiedenen Lebensräumen. Das aber nur am Rande. Die Schreibweise, also ob griechische Buchstaben oder ausgeschrieben, kann man sich, soweit ich das gelernt habe, aussuchen, aber einheitlich sollte es eben sein. Neben der bloßen Artenzahl berücksichtigt der Shannon-Index, wie er häufig auch abgekürzt wird, die relative Häufigkeit der Arten, also in der Botanik zum Beispiel deren prozentuale Deckung im Bestand. In der Tierökologie zum Beispiel die Individuenzahl von derselben Art, also zum Beispiel wir haben 5 Rotmilane, 3 Amseln und eine Elster, vom Prinzip her jetzt mal. In einer Wiese die Individuen je Pflanzenart zu zählen, wäre aber wirklich eine Hiobsarbeit. Also schätzt man hier die Deckung als Größe für die Anteile einer Art an der Gesamtartenzahl. Also es geht um das Verhältnis einer Art zu allen anderen. Statt also wie die Artenzahl bloß zu sagen, juhu, wir haben 20 Arten, berücksichtigt der Shannon-Index, dass wir zum Beispiel nur eine dominante Art mit sehr hoher Deckung und 19 seltene Arten mit entsprechend geringerer Deckung haben. Und andersrum. Im Gegensatz zur Evenness, die ja nur Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann und aus dem Shannon berechnet wird, kann dieser unendlich groß werden, ist also nach oben offen. Werte über 3 werden aber erfahrungsgemäß nur selten erreicht. Fakt ist, je höher, also größer, H ist, desto diverser ist der Bestand und desto gleichmäßiger sind die Arten verteilt. Nun wie immer ein paar nette Beispiele zur Einführung. Diese Folie verdeutlicht eine Situation mit niedrigem Shannon-Index, also einer niedrigen Alpha-Diversität, die sich hier dadurch erklären lässt, dass Schilf auf ehemaligen Feuchtgrünlandstandorten dominant geworden ist, daher als Hauptbestandsbildner sehr große Anteile ausmacht und nur wenige Arten die starke Beschattung abkönnen. Wenige Arten und ungleiche Verteilung bedeuten einen niedrigen Shannon-Index. Eine klare und einheitliche Einstufung gibt es, soweit ich das zumindest weiß, nicht. Bei einem Wert unter 1 würde ich allerdings von einer sehr geringen Alpha-Diversität sprechen. Bis 1,5 ist die Diversität noch vergleichsweise niedrig und ab 2 würde ich von hoher Diversität sprechen. Die Ursache für die niedrige Biodiversität ist hier also das Brachfallen. Das komplette Gegenteil, nämlich die Intensivierung von Grünland mit bis zu 7 Schnitten im Jahr, führt ebenfalls zu einer Förderung konkurrenzstarker, schnellwüchsiger Arten und verdrängt schwächere, weniger nutzungstolerante Arten. Denn je mehr man nutzt, desto mehr Biomasse wird entfernt, desto mehr Nährstoffe werden entzogen und desto mehr wird gedüngt, um die Erträge hochzuhalten. Das fördert hochwüchsige Arten, die dichte und oftmals hohe Bestände ausbilden. Dann kommt der entscheidende Faktor Licht ins Spiel und niederwüchsige Arten ersticken förmlich. Auch im Intensivgrünland haben wir also wenige Arten wie Lolium oder Dactylis, die sehr große Anteile ausmachen und wenige Kräuter dazwischen. Rechts das klassische Bild einer nährstoffreichen Intensivwiese mit maximal ein paar hochwüchsigen Löwenzahnblättern als Kräuteranteil. Links eine Wiese beim ersten Schnitt Anfang Mai. Ich bin hier auf ganze 8 Arten gekommen, Vorsicht, Ironie, von denen Rotklee, Gänseblümchen und Löwenzahn im Gegensatz zu den dominanten Gräsern extrem geringe Anteile auf der Fläche ausmachten. Auch hier ist also der Shannon-Index, also die Alpha-Diversität, niedrig. Gut, beziehungsweise schlecht, aber genug der Negativbeispiele. Auf diesen Flächen haben wir stattdessen viele Arten. Hier sind auch die Verhältnisse ausgeglichener
Und auch die Gräser, die meist ja Hauptbestandsbildner sind, machen selten mehr als 30% der Deckung aus. Einerseits sind diese Flächen meist nicht super, sondern meist mäßig nährstoffreich. Und andererseits ist das Management entsprechend. Und im Vergleich zu vorhin mit 2 bis 3 Schnitten eher extensiv. So zum Beispiel rechts der Fall in dieser Mähwiese. Kräuter werden nicht durch frühen Schnitt am Aussamen gehindert, sondern kommen wie hier gut sichtbar zur Blüte. Gräser können mangels Nährstoffen nicht zu dominant werden, beziehungsweise werden durch rechtzeitigen Schnitt, im Vergleich zur Brache zum Beispiel, geschwächt. Und hier links zum Beispiel ein sehr artenreicher Feuchtgrünlandbestand mit Kuckuckslichtnelke im Vordergrund, um es mal pauschal und umgangssprachlich zu sagen. Wo wir also viele Arten haben und eine gleichmäßigere Verteilung deren Vorkommens, schnellt natürlich auch der Shannon-Index in die Höhe. In diesem Falle liegt er so bei 2,5 bis 2,7, also schon recht hoch. Auch dazu noch ein Beispiel. Kalkgebiete sind hier oft besonders artenreich. Hier links einmal eine hochwüchsigere, aber sehr artenreiche Mähwiese und rechts ein Kalkmagerrasen. Beide sind sehr divers, egal ob hoch- oder niederwüchsig. Entscheidend sind Artenzahl und Häufigkeiten. So, damit wir jetzt aber mit dem Shannon-Index arbeiten können, müssen wir ihn ja erstmal berechnen. Ganz ruhig, das gehen wir Schritt für Schritt durch. Die Berechnung, nicht erschrecken, erfolgt nämlich nach dieser Formel. Diese hier ist aus Tramp 2005, einem wirklich sehr empfehlenswerten Buch für vegetationsökologische Methoden. Vorgelesen bedeutet es, der Shannon-Wiener-Index H ist die negative Summe der relativen Anteile PI aller Arten zwischen 0 und 1 mal den Logarithmus dieser relativen Anteile. PI muss man nochmal extra berechnen und der ergibt sich einfach aus dem Prozentwert einer Art durch die Summe der Prozentwerte aller Arten, also quasi ein Verhältnis bilden. Für die Berechnung sind wieder Dezimalzahlen wichtig. Prozentuale Skalen bieten sich also an, denn Braun-Blanquet oder sonstige Formen von Klassifizierungen müssten umgerechnet werden, da zum Beispiel die Deckungsgrade von 5 bis 25% in einer Klasse gefasst werden und meist der Mittelwert genommen wird, entsteht eben eine Unschärfe im Vergleich zu prozentualen Skalen. Auch wenn einzelne Prozentwerte kaum geschätzt werden können, also zum Beispiel ob eine Pflanze jetzt 65 oder 66% der Deckung oder des Ertrages ausmacht, ist es genauer, als direkt in einer weit gefassten Skala zu arbeiten. Trotzdem gibt es eben den Fall, dass eine Art nur einmal oder in wenigen Exemplaren vorkommt. Sowohl bei der Ertragsanteilsschätzung nach Clapp-Stehlin als auch bei Braun-Blanquet ist das der Fall. In Fachbüchern findet man den Vorschlag, dass eher mit dem Wert 0,1 und ein Kreuz, bitte nicht Plus sagen, mit dem Wert 0,2 zu übersetzen. Die Hauptsache ist, man macht es einheitlich. Wie immer jetzt ein persönliches Rechenbeispiel aus dem Real Life. So habe ich das eben gemacht, Step by Step und so, dass man hinterher wenigstens versteht, worum es geht und was und wie und überhaupt. Auch hier gibt es Programme, die einem das rechnen und man kann auch Excel-Formeln erstellen. Alles je nach Größe des Datensatzes natürlich, aber hier einmal verständlich aufgedröselt. Zunächst mal müssen wir die Gesamtdeckung des untersuchten Bestandes ausrechnen. Ich habe Deckung extra in Anführungszeichen geschrieben, weil es ja verschiedene Skalen mit verschiedenen Intentionen gibt. Oder man bezieht sich auf die Artenzahl aller Individuen bzw. den Gesamtertrag oder ähnliches. Nach Braun-Blanquet schätzt man natürlich ganz klassisch und meist verwendet die Bedeckung des Bodens. In schütteren Beständen, wo es zum Beispiel zu Störungen kam oder der Maulwurf gewütet hat oder die Pflanzen Stress ausgesetzt sind, kann die Deckung der Vegetation folglich auch weniger als 100% sein. In mehrschichtigem Grünland oder häufig auch in Wäldern kann die Deckung auch über 100% sein, weil sich die Vegetationsschichten und die Belaubung überdecken. Ich habe auch zum Beispiel in meiner Masterarbeit mit der Skala nach Clapp-Stehlin gearbeitet, weil die Altaufnahmen eben damit geschätzt wurden. Das ist eine Ertragsanteilsschätzung, bei der man also den Ertrag durch die einzelnen Arten in einer Vegetationsaufnahme schätzt. Und der muss eben immer 100% ergeben. Das aber nur der Vollständigkeit halber. Ganz egal, was jetzt also der Ursprung ist, wir brauchen Dezimalzahlen zum Rechnen. Im vorliegenden Beispiel rechnen wir nun also alle Prozentwerte der 6 Arten erstmal zusammen und kommen auf die in meinem Fall angekündigten 100. Damit haben wir bereits die Variable n, also die Summe der Prozentwerte aller Arten berechnet. Also können wir PI sogar schon berechnen. Nun können wir also unser PI berechnen, nämlich einfach, indem wir die einzelnen Prozentwerte der Arten jeweils durch die soeben berechnete Gesamtzahl teilen. Bei 100 ist das natürlich denkbar einfach. Wir machen eine neue Spalte auf und rechnen die Prozentwerte, also NI, hier zum Beispiel 60, durch den Gesamtwert, also in diesem Falle 100, und erhalten für jede Art einen Wert, PI. Ein kleiner Tipp für die Excel-Formeln. In der ersten Zelle der neuen Spalte geben wir den Befehl,
die Zelle der Prozentwertspalte B jeweils durch den Gesamtwert in Zelle B7 zu berechnen und können dann durch Herunterziehen die Formel auf alle Arten übertragen. Die Dollarzeichen sagen hier, dass Excel nicht weiter nach unten gehen soll, sondern immer diese Zelle zum Rechnen verwenden soll. In der Formel benötigen wir außerdem den natürlichen Logarithmus des zuvor berechneten PI-Wertes. Dafür habe ich in Excel einfach wieder eine neue Spalte aufgemacht und wieder eine Formel eingegeben, denn Excel kann Logarithmen ganz leicht berechnen. Dann haben wir fast alle Einzelteile der Formel berechnet und können sie zusammensetzen. Denn es wird nur noch a, also der PI-Wert, mal b, also dem natürlichen Logarithmus des PI-Wertes berechnet. Das ergibt immer noch nicht ganz h, denn wir müssen noch eine Summe bilden. Das wäre hier minus 1,09. Schon in Mathe damals war es ja immer doof gelaufen, wenn das Ergebnis mal negativ war. Aber keine Sorge, wenn ihr genau hinschaut, steht zu Beginn der Formel ein Minus. Also habe ich in Excel einfach die negative Summe der Spalte a mal b berechnet und schon habt ihr den positiven Shannon-Wiener-Index. Tada! Herzlichen Glückwunsch! Wichtig ist noch zu sagen, ihr seht hier nur zwei Kommastellen, die folglich gerundet sind. Das ist der Übersichtlichkeit halber und weil man in Arbeiten meist auch zwei oder drei Nachkommastellen angibt. Rechnet aber auf jeden Fall immer mit den kompletten Zahlen. Die ganzen Nachkommastellen können durchaus einiges ausmachen, gerade wenn es so kleine Zahlen sind. Und da ihr wohl sowieso Excel rechnen lasst und der sich ja über Zahlen jeglicher Art freut, ist das auch nicht unbedingt komplizierter. Wie gesagt, das war die Step-by-Step-Version der Berechnung. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, was zu tun ist. Jeder tickt anders und sicherlich kann man als Excel-Pro vieles kürzen, muss aber natürlich auch erstmal wissen, was man mit wem wie verrechnet. Nachdem die Berechnung nun bestimmt verstanden ist, hier mal einige Rechenbeispiele. Aufgrund der langen Grannen würde ich in diesem Bild mal auf ein Gerstenfeld tippen. Die Aufnahme ist nämlich schon ein paar Jährchen her. Und eine einzelne Mohnpflanze steht drin. Man kann es schon erahnen, der Shannon-Index ist extrem niedrig. Aber es geht auch minimal, nämlich wenn es sich um einen wirklichen Reinbestand, also eine Monokultur handelt, wo zum Beispiel andere Arten gespritzt werden. Es werden nie alle erwischt, aber hypothetisch wäre ein solcher, mangels Grannen würde ich jetzt hier mal auf Weizenbestand tippen, dann 0,00 divers. Aber das dient ja nur der Verdeutlichung. Hier übrigens ganz klassisch die Berechnung mit Deckungsprozenten der Arten in der Vegetationsökologie. Im nächsten Beispiel dann mal gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gerade haben wir ja schon ein Minimalbeispiel gesehen, jetzt so ein ziemliches Maximalbeispiel. Das ist eine Vegetationsaufnahme einer Feuchtwiese, wie man sie vor 40 Jahren noch häufiger angetroffen hat. Hier sind es 28 verschiedene Arten. Aber Achtung, Fliege Nummer 2 ist die Skala. Hier wurde nicht die prozentuale Deckungsschätzung, sondern die Ertragsanteilsschätzung verwendet. Wie anfangs erklärt, kann man alles Mögliche als Maßzahl verwenden, ob nun Individuenzahl, wie oft in der Tierökologie oder die Deckungsprozente, wie häufig in der Vegetationsökologie oder die Biomasse sowie die Ertragsanteile für die Landwirtschaft oder auch für Managementkonzepte. Die zweite Spalte könnt ihr also einfach durch eure individuelle Maßzahl ersetzen. Nachdem man jetzt erstmal ein gutes Gefühl hat, weil die Sache recht einleuchtend erscheint, muss ich die Idylle leider mit einem großen Aber wieder zerstören. Denn Grenzen bei der Anwendbarkeit und Interpretation gibt es ja nahezu bei jedem wissenschaftlichen Ansatz. Man muss sie eben nur berücksichtigen und kennen und besonders in der Methodenkritik beschreiben. Bei der Berechnung von Diversitätsindizes wie dem Shannon-Wiener-Index beeinflusst die Artenzahl maßgeblich das Ergebnis. Zwar wird sie nicht unmittelbar in der Formel verwendet, aber für jede Art werden Berechnungen durchgeführt, die ein Gesamtergebnis bilden. Eine Aufnahme mit weniger Arten, zum Beispiel nur 6 verschiedenen Pflanzen, ist anfälliger für Ausreißer als eine mit 20 oder gar 40 Arten. Denn den einzelnen Arten kommt jeweils mehr Gewichtung zu, je weniger es sind. Das ist ja auch der Grund, wieso in der Statistik manche Mindestvoraussetzungen zu erfüllen sind. Stichwort Repräsentativität und n gleich 30 und so weiter. Dazu direkt ein Rechenbeispiel. Fall Nummer 1. Hat 6 Arten, von denen nur eine einzige 80 Mal vorkommt. Alle anderen kommen nur einmal vor. Also geringe Artenzahl und ungleiche Verteilung gleich sehr geringer Shannon-Index. Ein Beispiel hier von 0,3. Übrigens, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, hier wurde nun die Individuenzahl verwendet. Haben wir eine artenreiche Fläche, zum Beispiel mit 21 Arten, aber auch hier kommt nur eine Art 80 Mal vor und alle anderen nur einmal, also quasi das gleiche Prinzip wie hier rechts, dann liegt der Shannon-Index schon über 1.
Denn diese eine häufige Art macht im Verhältnis zu allen anderen Arten unterschiedlich große Anteile aus und beeinflusst somit das Ergebnis unterschiedlich stark. Links seht ihr, dass Lythrum salicaria, also der Blutweiderich, 80 Individuen von insgesamt 100 ausmacht, also einen PI von 0,8 hat. Rechts sieht man, dass Urtica dioica, also die große Brennnessel, 80 Individuen, der insgesamt nur 85 ausmacht, also einen Anteil von fast 0,95 ausmacht. Das ist aber nur das eine. Das andere ist, der Shannon-Index allein lässt noch nicht erkennen, ob der Wert durch eine insgesamt hohe Artenzahl, aber ungleiche Individuenverteilung oder aber eine geringe Artenzahl mit jedoch gleichmäßiger Verteilung zustande gekommen ist. Versteht ihr, was ich meine? Weil das im ersten Moment alles so theoretisch klingt und ich es total spannend fand, habe ich dazu mal direkt in meine ohnehin schon bestehenden Excel-Formen Beispiele eingetippert. Hier seht ihr nun also, wieso der Shannon-Index alleine noch nicht erkennen lässt, weshalb der Bestand eine gewisse Biodiversität aufweist. Links einmal ein Beispiel mit den bekannten 21 Arten, die allerdings sehr ungleich verteilt sind. Ob nun Individuenzahl oder Deckung spielt jetzt erstmal keine Rolle. 20 Arten sind jedenfalls sehr selten, eine Art ist dominant. Trotzdem liegt der Shannon-Index bei ungefähr 1,78. Also recht divers, obwohl der Bestand eigentlich Schlechteres vermuten ließe. Das ist ja noch ähnlich wie das, was wir gerade gesehen haben. Aber nicht verwechseln mit dem Schilfbestand vom Anfang. Hier waren es wenige Arten und eine ungleiche Verteilung. Also wie im vorherigen Beispiel die rechte Tabelle. Hier nun Situation 2. Ein artenarmer Bestand, wir haben nämlich nur 6 Arten, aber sind diese gleichmäßig verteilt, in diesem Falle mal ideal, nämlich alle genau gleich häufig, dann ist der Shannon-Index genauso hoch wie im linken Beispiel. Obwohl wir nur 6 Arten haben. Jetzt versteht ihr, was ich meine, oder? An dieser Stelle schon mal der Hinweis, dass deshalb die Evenness, die sich ja aus dem Shannon-Index berechnet und diesen relativiert, herangezogen wird. Ein Wert von 1 bedeutet dabei völlige Gleichverteilung und 0 eben extrem ungleich. Folglich wäre beim Idealfall rechts die Evenness tatsächlich 1, also maximal, weil ja alle Arten genau gleich häufig vorkommen. Links hingegen läge sie nur bei 0,59, weil die Arten ungleich häufig sind. Boah, supi! Dann noch die klassische Ergänzung in jedem Ökologiebereich. Denn es ist wichtig zu beachten, dass das Fehlen bzw. Vorkommen einer Art oder der momentane Bestand von vielen abiotischen und biotischen Faktoren gesteuert wird. Und immer nur eine Momentaufnahme ist. Nächstes Jahr kann das Ganze schon wieder ganz anders aussehen. Zum Beispiel stehen Pflanzen untereinander in Konkurrenz, was ich ja jetzt schon häufig angesprochen habe. Und diese wirkt sich bedeutend auf den Bestand aus. Konkurrenzkraft und Dominanz etc. resultieren wiederum häufig aus der Nährstoffsituation. Denn die wiederum beeinflusst die Hochwüchsigkeit und damit den Faktor Licht. Die Nutzung ist ein entscheidender Faktor, denn manche Arten sind extrem nutzungsempfindlich und verschwinden durch Intensivierung, nicht etwa dadurch, dass beispielsweise eine Feuchtwiese entwässert wird. Natürliche Störungen wie Wildschweinschäden können das Fehlen ohnehin schon seltener Arten verursachen. Wenn zum Beispiel Speicherorgane der Orchideen ausgebuddelt werden, sind sie eben weg. Oder andersrum schafft Störung eben auch Lebensbedingungen für ruderale oder einjährige Arten. Nur weil ich jetzt aber plötzlich ein Hirtentäschelkraut oder welchen Störzeiger auch immer auf der Fläche habe, war ja nicht gleich früher mal ein Acker am Standort. Aber übrigens lohnt sich erfahrungsgemäß bei einem Verdacht die Überprüfung. Aber auch, wann man in der Vegetationsperiode kartiert, hat einen Einfluss auf das Artenspektrum. Haben erstmal Schafe auf der Fläche gegrast, ist das Bild und das Ergebnis schon ein ganz anderes. Oder auch im Herbst, da sind eben viele Frühblüher schon durch, also verschwunden, oder nur noch mit Argusaugen sind die Überreste der Grundblätter auffindbar. Manche Arten sind nämlich unscheinbar und werden erst später durch die Blüte wirklich sicher erkannt. Das führt uns auch schon zum nächsten Thema, nämlich dem Kartierer bzw. der Person. Denn je nach Erfahrung und Vorgehen können auch hier die Ergebnisse selbst am gleichen Tag auf der gleichen Fläche abweichen. Besonders im Naturschutz hat man es öfter mit seltenen Arten zu tun, seien es jetzt Orchideen oder einzelne Feuchtezeiger wie die Kuckuckslichtnelke. Oft bin ich auf Feuchtwiesen gewesen, die fragmentarische Bestände darstellten, wo also die Charakterarten vermindert oder zerstreut auftraten. Kommen die Arten also nur in wenigen Exemplaren vor, hat man also entweder Glück, dass sie in der Aufnahme liegen, oder man legt die Aufnahme günstig. Dann ist es aber keine Zufallsstichprobe mehr, sondern subjektiv. Oder bei mir im Vergleich mit den Altaufnahmen, die durch Koordinaten vorgegeben waren, eine Beschönigung der Daten. Auch beim Shannon-Index ist also eine pauschale Aussage zu einem konkreten steuernden Faktor
Nicht möglich, und die Ergebnisse sind von vielen Umweltfaktoren abhängig und können jährlich und auch innerhalb der Jahreszeiten schwanken. Je nachdem, in welchem Rahmen ihr also Untersuchungen anstellt, sind mehrere Durchgänge pro Jahr empfehlenswert. Zum Schluss noch wie immer ein Anwendungsbeispiel der berechneten Zeigerwerte aus der Forschung. Einige wissen es vielleicht, ich habe in meiner Masterarbeit etwa 40 Jahre alte Vegetationsaufnahmen im Feuchtgrünland mit den heutigen Aufnahmen an derselben Stelle innerhalb und außerhalb von Schutzgebieten verglichen. Da dabei insgesamt 90 Aufnahmen verteilt in drei Blöcken zusammenkamen, habe ich Boxplots als Darstellung genutzt, statt zum Beispiel ganze Punkte in einem Punktediagramm mühselig vergleichen zu müssen. Das hat auch den Vorteil, dass man Werte wie den Median, Minimum, Maximum, Ausreißer etc. auf einen Blick sieht. Für alle Vegetationsaufnahmen habe ich dann nach eben gezeigtem Muster also den Shannon-Wiener-Index berechnet. Für die 30 alten Vegetationsaufnahmen war das tatsächlich aufgrund der durchgehend hohen Artenzahl recht anstrengend. Wie man aber sieht, sind die Werte in den neuen Vegetationsaufnahmen signifikant geringer. Zwischen damals und heutigen Flächen außerhalb der Naturschutzgebiete hat sich der Wert sogar nahezu halbiert. Innerhalb von Schutzgebieten ist er zumindest etwas höher. Ohne Hintergrundinfos könnt ihr mir sicherlich kaum folgen, daher bloß ein paar Stichworte. Besonders außerhalb der Schutzgebiete, wo die Intensivierung der Landwirtschaft beinahe ungehindert ihren Lauf nehmen konnte, sind durch Meliorationsmaßnahmen wie Entwässerung und Nährstoffeinträge zur Nutzbarmachung und um höhere Schnittfrequenzen zu generieren, hochproduktive Flächen entstanden. Bedenkt dabei natürlich, dass ich ehemalige Feuchtgrünlandstandorte untersucht habe. Und da spielt natürlich gerade die Entwässerung eine Rolle. Nährstoffeinträge führen zu einer Verschiebung der Standortverhältnisse und Arten zugunsten konkurrenzkräftiger Pflanzen. Oft geht erhöhte Düngung natürlich mit erhöhten Mahlfrequenzen einher. Aber auch Autos, Industrie und so weiter stoßen Abgase aus. Maßgeblichen Einfluss hat unsere stark zerschnittene Landschaft, in der es nur wenige und meist kleine geschützte Orte gibt, die weniger stark beeinflusst sind. Wurden Feuchtgrünlandstandorte nicht nutzbar gemacht und waren unlukrativ, fielen sie oft brach. Auch dadurch kommt es eben zu einer Artenverarmung. Wie man sieht, sind auch Naturschutzgebiete, eben auch durch die meist geringe Größe, nicht immer der heilige Gral. Auch sie sind Umwelteinflüssen ausgesetzt und, wie ich teilweise erlebt habe, kommt es auch teilweise innerhalb des Naturschutzes zu Zielkonflikten, zum Beispiel mit dem Wiesenlimikolenschutz, für den etwa Grünlandbrachen als Brutgebiete dienen sollen, zum Beispiel für den Brachvogel. Ihr seht, alles viel Spekulation zu den Ergebnissen. Etwas klarer wurde das Ganze natürlich, nachdem man die Zeigerwerte nach Ellenberg mit einbezogen hat. Die Ergebnisse dazu seht ihr entsprechend im Video. Und auch Korrelationen können helfen, die Effektstärke der Faktoren auf die Biodiversität zu untersuchen. Ja, das sollte an dieser Stelle als kurzes Interpretationsbeispiel genügen. Dadurch haben wir den Bogen zu den anfangs gesehenen Fotos geschlagen und ich finde, das ist eine ganz runde Sache. Daher abschließend nur noch eine kurze Zusammenfassung. Also, der Shannon-Wiener-Index, H, ist ein Maß zur Bestimmung der Alpha-Diversität, zum Beispiel vegetationskundlicher Aufnahmen. Dadurch, dass er auch die relative Häufigkeit von Arten berücksichtigt, also zum Beispiel deren Deckungsprozente oder Individuenzahlen, ist er aussagekräftiger als die bloße Artenzahl. Stichwort Brachen- oder Intensivgrünland mit wenigen sehr dominanten Bestandsbildnern. Je höher er ausfällt, desto diverser ist der Bestand und desto gleichmäßiger sind die Arten in dem untersuchten Bestand verteilt. Mir ist leider keine Einteilung bekannt und die Werte können theoretisch unendlich hoch werden, aber unter 1 würde ich den Bestand als sehr undivers einschätzen sozusagen. Bis 1,5 ist die Alpha-Diversität eher niedrig und über 2 dann kann man von einem diversen Bestand sprechen. So zumindest meine Erfahrung. Denn Werte über 3 werden nur selten erreicht. Beim Shannon-Index sind außerdem zwei Parameter ausschlaggebend fürs Ergebnis. Die Artenzahl und deren relative Häufigkeiten. Ich nenne es immer Verteilung, manche Bücher sprechen auch von Ausgeglichenheit, Gleichmäßigkeit oder Dominanzstruktur, denn es geht hier einfach nur ums Verhältnis der Arten im Bestand zueinander. Ich habe mal 4 Fälle beispielhaft aufgelistet. Eine hohe Artenzahl und eine gleichmäßige Verteilung ergeben einen hohen Shannon. Eine hohe Artenzahl und eine ungleichmäßige Verteilung geben allerdings immer noch einen mäßigen bis hohen Shannon. Und auch bei einer geringen Artenzahl, aber einer gleichmäßigen Verteilung, kann der Shannon-Index verhältnismäßig hoch sein. Aber eine niedrige Artenzahl und eine ungleiche Verteilung sind das niedrigste Extrem. Bei der Interpretation muss natürlich wie immer in der Natur die Vielzahl der Umweltfaktoren berücksichtigt werden. Selten oder besser gesagt nie kann man nur einen Grund für Veränderungen angeben. Allein schon, weil alles ökologisch miteinander in Verbindung steht. Es ist eben landschaftsökologisch. Da
das war's soweit zum Shannon-Wiener-Index. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne in die Kommentare damit. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo wäre natürlich super klasse. Vielen Dank fürs Zuschauen bzw. Zuhören und viel Erfolg. Eure Linda von Landschaftsökologisch.